Die westfälische Rundschau machte es möglich, die Anlage in einer kleinen Gruppe zu begehen. Und das sehen wir uns jetzt an. ...1852 wurde das Werk errichtet. Danach wurde es mit einer Eisenbahnlinie mit der Hermannshütte, dem heutigen Phoenixsee, verbunden. Im Oktober 1998 wurde das Werk stillgelegt. Eine 150-jährige Stahlära ging zu Ende. Eine Industriebrache blieb zurück. Danach hat die Stadt Dortmund den Zukunftsstandort Phoenix West errichtet. Auf der riesigen Fläche entstehen moderne Technologien. Der ehemalige Hochofen und die Werkseinrichtungen und Hallen stehen unter Denkmalschutz. Über die ehemaligen Gasrohre, die gut gesichert sind und auch gut ausgebaut sind, geht unsere kleine Gruppe nun in das Werk hinein. Nach gut einer Stunde war die Führung vorbei. Der Zahn der Zeit nagt an den alten Eisengestellen und es muss immer wieder neu versiegelt werden.
Hier kann man besonders gut sehen, wie der Rost seine Arbeit tut. Die gesamte Anlage kann sehr gut über die Treppen begangen werden. Aus diesem Kamin kam der Qualm und der Dreck heraus, den die Hörer wahrscheinlich nicht genossen haben, aber er gehörte einfach dazu. Die einstündige Führung war wie im Flug vorbei.